Formel 1 ist scheiße. Das hat nicht nur Bernie Ecclestone mal wieder gesagt, das meinen auch sehr, sehr viele Fans. Und wir wollen uns jetzt hier in einer kleinen Runde mal darüber unterhalten, warum denn die Formel 1 scheiße ist und was denn die wirklichen Gründe sind, wieso die Fans die Formel 1 nicht mehr so gerne haben wie früher. Ich habe mir jetzt zwei Experten geholt, Markus Zöwig aus dem Motorradressort und Michael Höller ebenfalls aus dem Motorradressort. Weil er aber die ganzen Rossi-Fans nicht mehr so ganz aushält, hat er sich auch noch ein bisschen abgekapselt Richtung Sportwagen. Und ihr sagt mir heute, was bei eurer Rennserie schief läuft, euren Rennserien und was vielleicht besser bei der Formel 1. So sieht's aus. Im GP läuft immer einiges besser, das ist eh klar, aber das werden wir dann ja in einigen Einzelpunkten erörtern. Und ich glaube, Michael sieht es ähnlich bei Sportwagen. Ja, ich finde Le Mans natürlich sehr, sehr geil, die WEC. Sehr, sehr geil, aber dort wird ja ähnlich viel Kohle verbrannt wie in der Formel 1. Darüber spricht zum Beispiel keiner. Ja, dann fangen wir mal an. Punkt 1, das Racing, was euch, glaube ich, nicht so ganz gut gefällt in der Formel 1. Was gefällt euch da nicht dran? Ja, das Problem ist natürlich mit Mercedes ein Team ganz vorne, das alles dominiert. Gab es ja in der Form auch in der Vergangenheit schon mit Red Bull oder Ferrari. War es halt meiner Meinung nach so, dass zwar okay die Ergebnisse meistens so waren, dass ein Team gewonnen hat, aber eben die Rennen an sich spannend waren, wie es ja in der Vergangenheit auch in der MotoGP gegeben hat. 2014 muss man da denken, Marc Marquez die erste Saison in total dominiert, jedes Rennen gewonnen, aber die Rennen an sich waren geil, die Rennen waren spannend und deswegen hat sich auch keiner aufgeregt. So. Aber wenn man sich die, wenn du die Abstände ansprichst, wenn wir jetzt dieses Jahr mal Le Mans anschauen, Porsche, Audi, da war der Abstand schon sehr, sehr groß. Vor allem im Qualifying haben wir den Abstand gehabt von über einer Sekunde pro Runde. Toyota dann nochmal 1,5 Sekunden dahinter. So viel hatten wir in der Formel 1 selten. Und in der MotoGP dann, um darauf zurückzukommen, muss man sagen, hatte man auch Riesenabstände zwischen Honda, Yamaha und dem Rest der Welt. Also ja, da tun sich überall ziemliche Abstände aus. Was für mich gutes Racing aber ausmacht, sind Kämpfe an der Spitze und Führungswechsel auf der Strecke. Du sagst es ganz richtig, Honda und Yamaha dominieren seit Jahren. Ducati kommt nicht mit, seit Stoner weg ist. Suchende Barilla, ein paar Neueinsteiger unter ferner liefen. Aber Pedrosa, Marquez, Lorenzo und Rossi hauen sich ein Überholmanöver nach dem anderen um die Ohren. Und wir hatten heuer auch in der MotoGP bis auf die Lorenzo-Solo-Siege und Pedrosa in Sepang, glaube ich, bis auf diese 5 Rennen hatten wir in jedem einzelnen MotoGP-Rennen einen Führungswechsel, zumindest einen Führungswechsel auf der Strecke. Das war in der Formel 1 leider nicht der Fall. Klar, Überholmanöver sind natürlich wichtig, vor allem an der Spitze. Da war die Formel 1 aber noch nie so richtig mit gesegnet mit Überholmanövern, aber das muss man natürlich auch sagen, ist ja konzeptionsbedingt. Ich meine, die Formel 1-Autos sind ein bisschen breiter als die Motorräder, sind 1,80 Meter breit, die Motorräder weiß ich jetzt nicht, aber ungefähr so ein Mann breit. Ein Christian. Genau, ein Christian breit. Es kommt darauf an, wie breit sich Rossi auf der Strecke macht, weil in Sepang hat er ja klar gezeigt, dass er auch mal so ausladend wie ein Auto werden kann. Aber ich meine, das ist ja konzeptionsbedingt, dass Autos mehr Probleme haben beim Überholen als Motorräder. Noch dazu kommt natürlich, dass die Formel 1 eine relativ ausgewiefte Aerodynamik hat, die es ein bisschen schwierig macht, hinterherzufahren, wobei das ja eh schon deutlich besser ist, als wenn wir jetzt mal zu Schumacher-Ära schauen oder dann 2008, als wir diese extremen Auswüchse an Flügel hatten, da war das schon extremer. Aber ich gebe euch recht, an der Spitze vorne tut sich nicht so viel, aber im Mittelfeld kann man sich eigentlich nicht beklagen in diesem Jahr, oder? Gebe ich dir recht, Racing im Mittelfeld ist absolut okay in der Formel 1, nur was die Fans, denke ich, sehen wollen, was ich auch sehen will, sind Kämpfe an der Spitze. Was im Mittelfeld passiert, ist schön, wenn es da ist, wenn es keine Kämpfe gibt, ist es mir auch herzlich egal. Was ich sehen will, sind Duelle, Hamilton, Rosberg, Vettel, Ricciardo, die großen Stars, das zählt und alles andere ist schön zum Ausschmücken, aber macht die Serie nicht besonders sehenswert deswegen. Fandet ihr das in der Vergangenheit besser in der Formel 1? Teilweise, wie du sagst, nicht immer. Schumacher-Ära gab es auch üble Prozessionen. Aber eben mit dem Unterschied, dass damals eben andere Probleme nicht vorhanden waren, die eben jetzt auch vorhanden sind. Und kumuliert macht es dann eben das Produkt Formel 1 derzeit nicht gut. Oder scheiße, wie es bei mir ist. Du natürlich nicht. Ich niemals. Du hast gesagt, andere Probleme. Sprechen wir konkret darüber. Das Reglement wird von vielen kritisiert. Zu Recht, wie ich meine. Verstehst du es etwa nicht? Soll ich es dir erklären? Nein, sollst du nicht. Du hast es mir mehrmals erklärt und ich verstehe es immer noch nicht.
Rückversetzungen um 70 Plätze, die ganzen Token-Geschichten mit MGUH und was der Teufel was, ist einfach zu komplex. Gibt es andere Rennserien auch? Ja, um mal ganz konkret in der MotoGP. Ja. Also ich, der jetzt nicht so regelmäßig reinschaut, habe meine Probleme zu verstehen. Open, Class, der hat die weichen Reifen, die der andere nicht zur Verfügung hat. Der eine darf mit mehr Tank fahren, der andere mit weniger. Keine Ahnung warum, weil der in der Vorsaison mal erfolgreicher war oder weniger erfolgreich. Kann mir das von euch jemand plausibel erklären? Plausibel erklären jetzt vielleicht nicht, aber was in der MotoGP der Fall ist, Konflikte und so politische Interessen von Herstellern werden nicht so offen ausgefochten wie in der Formel 1. Wir erinnern uns alle, Red Bull, Dr. Marco, seine Wutreden gegen Renault, ausgetragen in aller Öffentlichkeit. In der MotoGP gibt es diese Dinge auch. Honda hat sich massiv gewehrt gegen die Einheitselektronik, hat das aber nie so an die Öffentlichkeit getragen über irgendwelche Wüstenaussagen und Skandalinterviews oder sonst irgendwas. Aber ihr werdet das natürlich sicher journalistisch einwandfrei abgedeckt haben, oder? Sie haben ja gar nicht darauf geantwortet, wenn man sie gefragt hat, ja, wie ist jetzt Hondas Statement dazu? Ja, das ist noch alles in Verhandlungen. In der Formel 1 kommt da schneller ein Schnellschuss von Ferrari, wenn sie nicht schnell sind, oder wie man gesehen hat, letztes Jahr von Red Bull. Auch Ducati, dieses ganze Open-Reglement, Ducati hat ja dann damit gedroht, ja, wir bringen immer Open-Motorräder an den Start. Das war vielleicht so der Punkt, wo es ein bisschen zu eskalieren gedroht hat, aber da haben dann wieder alle Parteien sich an den Tisch gesetzt und dieses Open 2, wie sie es zunächst genannt haben, Reglement, wo dann Ducati ein paar Vergünstigungen bekommen hat. Ich denke, der große Unterschied am Open-Reglement oder eben der Vorgänger des Open-Reglements, CRT-Reglement, ist aus einer Not entstanden, weil die Felder in der Wirtschaftskrise zu klein geworden sind. Formel-1-Reglement wurde ohne jegliche Not kompliziert gemacht, von einfachem V8-Reglement auf unfassbar komplexes Power-Unit-Reglement, was man sich schenken hätte können. Also kann man vielleicht sagen, kompliziert sind die Regeln überall, weil ein Sport, so ein komplexer Sport, einfach nicht so einfach zu vermitteln ist oder nicht so einfach zu regeln ist. In der Formel 1 wird aber zu viel drüber gesprochen. Ja, so ist es. Gerade in der WEC haben wir irrsinnig komplizierte Reglements mit Hybrid und Rückgewinnung und wie viel Energie man wie wo verbrauchen darf. Aber das wird dort einfach nicht so breit getreten. In der Formel 1 schon. Das ist, denke ich, das Problem. Dann sprechen wir mal die Technik konkret an. Es gibt ja sehr, sehr viel Kritik an der Formel 1 Technik, dass die Technik selber zu komplex ist. Aus meiner Sicht, ja, sie ist sehr, sehr kompliziert, aber das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus. Wir sind jetzt ewig lang mit V8-Motoren gefahren. Die haben wir so in dieser Form, Kers jetzt mal ausgenommen, haben wir vor 50 Jahren schon so bauen können, die Motoren. Die aktuellen Power-Units sind wirklich technische Fortschritte. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, es sind spektakulär. Die Power-Units, die aktuellen, sind ungefähr so stark wie die stärksten V10, die wir hatten, verbrauchen aber dabei fast nur die Hälfte. Mhm. Und sind auch nur halb so laut. Und deswegen auch nur halb so cool wie V8. Nein, aber man braucht ja auch einen technischen Fortschritt in so einer Serie wie der Formel 1, oder? Also. Das ist absolut richtig. Aber ich denke, dass die Formel 1, ich glaube, wir sprechen im Moment von 2% Hybridfahrzeugen im Straßenverkehr oder so, irgendwo in der Richtung. Es soll ja mehr werden mit der Formel 1, diese Vorreiter. Aber ich denke, da ist die Formel 1 bisschen zu weit voraus. Sie muss nicht 30 Jahre voraus sein. Natürlich soll sie eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen, aber da, denke ich, stellt sich die Formel 1 vor eine derzeit noch zu weit entfernte Aufgabe. Aber was ist das Problem? Ich meine, Sound hast du gesagt, aber Speed, muss man ganz klar sagen, ist phänomenal, dieser Dinger. Also die Power habe ich gerade schon gesagt. Wenn wir uns dann mal anschauen, Drehmoment dieser Fahrzeuge ist enorm, deutlich höher als bei den V10-Motoren. Sind sehr, sehr schwierig zu fahren. Wir haben keine Traktionskontrolle in der Formel 1. Haben ein enormes Drehmoment. Wenn wir zu Le Mans rüberschauen, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Peak-Power, wo wir deutlich über 1000 PS sind. Haben wir dafür Allradantrieb, haben wir dafür Traktionskontrolle. Das heißt, ein Nico Hülkenberg kann mit einem Le Mans-Fahrzeug in Spa aus La Source raus voll auf den Pinsel treten, ohne Rücksicht auf Verluste. In der Formel 1 muss er dann ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Also leicht zu fahren sind die Dinger nicht. Und brutal schnell sind sie auch noch, die Formel 1-Autos.
Ja, sie sind ja auch schneller als die Le Mans Autos, als die WEC Boliden, obwohl die ja in Le Mans hier eine endlose Gerade haben. Aber aufgrund des Reglements, was aber wieder keiner breittritt, sind die Formel 1 Autos trotzdem schneller. In Mexiko haben wir gehabt 300. Über 360, ja. Das ist ja schon eine ganz tolle Ansage. Das schaffen die IndyCars vielleicht gerade mal in ihren ovalen Schüsseln. Aber sonst weltweit fällt mir nichts ein, was jetzt annähernd so schnell wäre. Also man kann konstatieren, rundenzeittechnisch sind die Formel 1 Autos, wenn man es mit aktuellen Fahrzeugen in allen Serien vergleicht, immer noch die schnellsten der Welt. Phänomenal. Es wird leider schlecht kommuniziert, das Ganze insgesamt. Einfach zu fahren sind sie auch nicht. Ich meine, Elektronik ist ein gutes Thema. Ihr hattet die Problematik in der MotoGP auch. Also bei uns regt sich immer jeder darüber auf, wenn Traktionskontrolle mal da war oder wenn da wieder ein elektronisches Helferchen dazukommt beim Starten. In der MotoGP, was ich so mitbekommen habe, war die Elektronik ein dominierender Faktor. Ist absolut richtig, ja. Mit dem Unterschied, dass eben eine moderne MotoGP-Maschine mit diesen Leistungszahlen von 260 PS, in diesem Bereich sprechen wir, ohne Traktionskontrolle, Anti-Wheelie, die ganzen Helferchen, de facto kaum zu fahren wäre und sich die Jungs so schon ausreichend oft verletzen und es in einem gewissen Maße nicht mehr verantwortbar wäre. Natürlich, Elektronik hat in den letzten Jahren ein bisschen wilde Dimensionen angenommen, wurde jetzt aber mit Einheitselektronik beschränkt und sollte jetzt, denke ich, auch ein Problem der Vergangenheit sein, diese Elektronikdominanz der Japaner eben. Es gibt ja aber auch, das ist ja ein Punkt, wo es auch Kritik gibt, denn von den ganzen Oldschool-Fans, die noch Zweitakter und die alten 500er-Maschinen gesehen haben, die sagen auch zum Beispiel so... Also Oldschool du auch so? Ja, so alt. So alt noch nicht ganz. Diese Generation Vinales, Marquez, die in jeder Kurve irgendwie quer hängen mit dem Heck, die werden auch als Elektronik-Kids von diesen Oldschool-Fans bezeichnet. Und da heißt es ja auch immer, okay, die alten 500er hätten die nie gebändigt, da wären sie so schnell auf der Schnauze gelegen, hätten sich sämtliche Beine und Arme gebrochen und da wäre die Karriere nach 2 Jahren vorbei gewesen. Das war ja auch ein Kritikpunkt. Nur auch hier wird so etwas einfach nicht so breit getreten. In der Formel 1 sind, glaube ich, einfach zu viele Kräfte am Werk, die in zu viele verschiedene Richtungen zielen. Und so kann man vielleicht, bei euch gibt es jetzt eine Lösung, was die Elektronik angeht, relativ fix, als man gemerkt hat, das nimmt Ausmaße an, die nicht mehr gesund sind. In der Formel 1 ist es mit Lösungen so eine Sache. Wenn ein Problem auftaucht, dann diskutieren ja immer zu viele Parteien. Dann hat Mercedes andere Interessen als Sauber. Bernie Ecclestone hat wieder ganz andere Interessen. FIA-Präsident Todd. Vielleicht würde der Formel 1 eine richtig handfeste Krise, was die Größe des Starterfeldes betrifft, gut tun, wie wir es in der MotoGP hatten, wo mit Honda, Yamaha, Ducati nur 3 Hersteller waren. Das Feld eben dann mit CAD-Reglement und so weiter aufgefüllt werden musste, wo dann die Hersteller auch gesehen haben, okay, wenn bald nur noch Honda und Yamaha sind, weil Ducati auch schon so an der Kippe war, dann will es niemand mehr sehen. Dann kam die Idee mit Einheitselektronik und jetzt sehen wir, Suzuki ist zurückgekommen, Aprilia kommt zurück, KTM kommt zurück. So funktioniert es dann auch wieder. Vielleicht bräuchte die Formel 1 so ein Aha-Erlebnis und dann kann es vielleicht wieder funktionieren. Ich denke, es wäre auch an, dieses ganze Konsenspolitik, die jetzt in der MotoGP herrscht, ist genau aus dieser Krise entstanden. Wir hatten ein Rennen, da war 15 Fahrer bekommen in der MotoGP Punkte. Wir hatten ein Rennen, da hatten wir im Starterfeld 14 Leute. Da fiel noch jemand verletzt an dem Qualifying und so aus, aber es war klar, okay, ich komme ins Ziel und mache Punkte. Und aus dieser Not heraus, dann war auch noch Ducati sportlich schlecht, wären die auch noch gegangen, hätten wir einen Honda Yamaha Markenpokal gehabt, braucht niemand. Und eben aus dieser Not heraus haben Honda und Yamaha kapiert, okay, wir dürfen jetzt nicht alles in die Öffentlichkeit tragen, wir stehen jetzt hier am Abgrund mit unserer Serie, das war definitiv so, und müssen jetzt schauen und die eigenen Interessen vielleicht ein bisschen zurücknehmen, damit dieser Sport überhaupt weiter existieren kann. Weil Markus vorhin schon angesprochen hat, ich glaube, ich brauche nicht mehr fragen, wie du den Formel-1-Sound findest. Michael, wie findest du denn den Formel-1-Sound, auch im Vergleich vielleicht zu WEC? Im Vergleich zu WEC schneidet er gar nicht so schlecht ab, aber im Vergleich zu MotoGP braucht man sich nicht reden. Aber in der Formel 1 regt sich jeder über den Sound auf, in der WEC klingen die Dinger noch deutlich schlechter. Ja, wir haben ja auch bei den WEC-Rennen abseits von Le Mans jetzt Zuschauerzahlen, die mit der Formel 1 die an die Formel 1 ja gar nicht rankommen oder so. Also wir fahren da in Bahrain und China, da sind wir auch vor halb leeren Rängen. Le Mans hat diesen Eventcharakter.
Le Mans ist dieses eine Rennen, das auch noch innerhalb der kompletten WEC herausstricht. Dort sind Hardcore-Fans, hunderttausende Hardcore-Fans und alleine das 24 Stunden rund um die Uhr, in der Nacht ist Action, es gibt immer Unfälle, es sind fahren die Amateurfahrer mit, die haben haarsträubende Unfälle, Davidsons Überschlag am Ende der Geraden hier seinerzeit, das macht alles ein bisschen was zur Show hinzu und da kann man dann vielleicht über nicht vorhandenen Sound. Sind die Probleme für 24 Stunden einfach vergessen? Sind die Probleme für 24 Stunden vergessen, plus die GT-Autos machen ja jede Menge Sound. Und wenn die Corvette hier einmal andrückt, also da hat man im Gesamtevent, weil die LMP1-Klasse fährt ja nicht alleine, hat im Gesamtevent bleibt der Sound erhalten. Vielleicht sollte man einfach GP2 und GP3 zur Formel 1 Strecke schicken und dann hätten wir das Problem auch gelöst. Wenn wir jetzt speziell an die MotoGP noch denken, haben wir ja neben dem Sound noch ein anderes schönes Produkt, das den Fans ganz gut gefällt, nämlich die Typen. Ich sage, also klar, MotoGP-Typen sind sensationell mit Rossi, mit Marquez, mit Lorenzo und so weiter, aber ich sage, die Formel 1 hat auch Typen. Was stört euch an den Formel 1-Fahrern? Mir persönlich sind sie ein bisschen zu geschniegelt und gestriegelt, sind auch sinnbildlich ein bisschen für das moderne Image der Formel 1, das sich meiner Meinung nach zu weit von dem Volkssport, Motorsport entfernt hat, ist in eine Dimension vorgedrungen mit Society-Events und so weiter, die den normalen Fan wenig interessieren, der will eben diese Typen sehen. Der will, aber ist Lewis Hamilton sprechen. Kein Typ? Verkörpert Lewis Hamilton für dich Hybrid-Feeling? Lewis Hamilton ist für mich eine positive Ausnahme. Andere Spitzenpiloten, ich will jetzt keinen Namen nennen, sind definitiv für mich keine Typen, sind ersetzbar, obwohl sie Jahr für Jahr Grand Prix gewinnen. Sprechen wir doch mal Sebastian Vettel an. Was gefällt dir an ihm nicht? Er sagt, Batterien gehören für ihn ins Handy, nicht ins Auto. Er sagt, Eier im Pool hängen und so weiter. Ist das? Sebastian Vettel ist neben Lewis Hamilton noch der, den ich als ehesten als Typ bezeichnen würde. Vor allem meiner Meinung nach, seit er bei Ferrari ist, hat er extrem an Charisma gewonnen. Vettel würde ich noch in diese Reihe einreihen, vielleicht noch einen Ricciardo und unfreiwillig einen Pastor Maldonado und dann sehen wir es aber auch schon. Was mit Max Verstappen? Max Verstappen auf einem guten Weg dorthin, würde ich sagen, ist natürlich noch sehr jung, braucht vielleicht noch seine Jahre, um diesen Status eines Lewis Hamilton und eines Sebastian Vettel zu bekommen, aber auf jeden Fall hoffnungsvoller Nachwuchstyp. Aber Michael, dann haben wir jetzt schon einen Haufen Leute gehört eigentlich in der Formel 1, oder? Ja, aber vor allem für mich lassen so diese Mittelständler oder Hinterbänkler hier einfach eine Chance liegen, wie sie sich Publicity verschaffen könnten. Einfach mal eine markige Ansage machen. Wir haben ja auch in der MotoGP die größten Großmäuler, waren ein Colin Cal Edwards, Crutchlow. Der Cal Crutchlow aktuell, der guckt hier irgendwo im Mittelfeld rum, jenseits der Protestplätze, aber haut ein Shit und Fuck nach dem anderen raus in den Interviews. Auch Jack Miller ist jetzt am besten Weg dahin. Der verschafft sich halt so seine Schlagzeilen, weil es die Sportlichkeit halt nicht schafft. Das wäre auch in der Formel 1 ein Thema. Ich meine, wir haben auch in der IndyCar oder in allen möglichen Serien gibt es Leute, die hier um 8., 9., 10. Plätze kämpfen, aber einen Spruch nach dem anderen raus und sind dann auch permanent in den Medien. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, zum Schluss, als kleines Fazit, wollen wir unseren Rennserien noch Schulnoten geben. Und da fangen wir vielleicht am besten bei Markus an. Ja, ich würde der MotoGP eine 1- geben für sehr gutes Racing, richtig coole Typen, echt fetten Sound mit dem kleinen Abzug eben, dass meist nur zwei Hersteller um den Sieg kämpfen, darum die 1-. Bei der WEC muss man ein bisschen differenzieren, das reine LMP1 Racing ist sehr mediocre, große Abstände zwischen Audi, Porsche, Toyota, der Sound, ja, nicht der beste, die Strecken, ja, nicht unbedingt von den Zuschauern gestürmt, aber die positive Ausnahme ist Le Mans. Und die GT-Boliden werten das auch massiv auf. Reines LMP1 Racing 3-3-. Le Mans auf jeden Fall 2+, wenn man auch die GT-Klasse mit hineinnimmt. So, und jetzt darf ich noch die Formel 1 bewerten. Ja, die Formel 1 hat einige Probleme, die es zu lösen gilt. Deswegen fällt das Gesamtfazit durchwachsen aus. Ich gebe ihr noch eine 2-. Ich sage aber auch, wenn an vielen Schrauben ein bisschen gedreht wird, haben wir wieder ein richtig klasse Produkt, sind in allen Belangen die Königsklasse des Motorsports und schaffen es dann wieder auf die 1. Jetzt seid ihr gefragt, welche Rennserie findet ihr am besten? Wie lautet euer Urteil zur Formel 1? Schreibt uns eure Meinung einfach in die Kommentare.